Liebe Zuschauer, Halbmond und Preußenadler hat die türkische Filmemacherin Sema Poyraz ihren Film genannt. Sema Poyraz lebt seit ihrer Kindheit in der Bundesrepublik und hat an der Film- und Fernsehakademie in West-Berlin studiert. In ihrem Film hat sie eine ganz persönliche Reise durch Berlin unternommen, nach Spuren deutsch-türkischer Begegnungen in drei Jahrhunderten gesucht und, am Schluss, nach diesen Beziehungen in der Gegenwart gefragt. Wisst ihr denn, wie dieses Schloss hier heißt? Charlottenburg. Charlottenburg, mhm. Ja. Und wem gehört dieses Schloss? Königin. Der Königin? Ja. Und wie heißt die Königin mit vollem Namen? Sophie Charlotte. Sophie Charlotte, richtig. Und wie sieht denn dieses Schloss aus? Sieht es genauso aus wie eure Wohnung? Nein. Nein? Nein? Was verändert, also was ist denn anders an diesem Schloss? Die Kuppe? Groß. Aha. Wo habt ihr denn sowas Ähnliches schon mal gesehen? In Türkei, vor Cami. Cami, eine Moschee, ja? Die ist so ähnlich. Dieses Riesenschloss brauchte natürlich auch Diener. Und die Sophie Charlotte ließ sich damals auch Türken hierher kommen. Die sind im Krieg gefangen worden. Das waren Kriegsgefangene vor Belgrad und vor Wien. Und die haben sie dann einfach hierher gebracht. Und die haben vor genau 300 Jahren hier in diesem Schloss gelebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Ja? Ja. Mhm. Mhm. Wie meint ihr denn, war das angenehm damals für die Leute hier zu arbeiten? Nein. Nein? Nein? Warum denn nicht? Weil sie schwere Lasten tragen müssten und alles tun müssten. Wenn sie abhauen wollten oder abgehauen sind, dann sind sie bestimmt umgebracht worden oder so. Aha. Ja, du denkst mir wahrscheinlich mehr an Sklaven jetzt, ne? Ja. Ja, also es ging diesen zwei Dienern, Ali und Hassan, eigentlich recht gut. Ja, in einem dieser Häuser hier haben meine türkischen Vorfahren gewohnt. Diese Häuser sind um 1700 hier gebaut worden für die Kammerbediensteten hier im Charlottenburger Schloss. Dazu hat der Mann dieser Vorfahren gehört, nämlich der Kammertürke Friedrich Ali. Wie sind sie nun hierher gekommen? Im Wesentlichen als Kriegsgefangene während der Türkenkriege. Es haben damals brandenburgisch-preußische Truppen hier mitgekämpft. Und bei der Plünderung der Städte, etwa Budapest, das damalige Ofen, oder später Belgrad, vorher schon in Wien, hat man die Menschen, die man nicht umgebracht hat, hat man einige davon gefangen genommen und hierhin verschleppt. Und man hat sie dann entweder haben die Generale und Offiziere diese Türken selber der Mode der Zeit entsprechend als Diener benutzt oder sie aber ihren Herrschaften, ihren Fürsten als Geschenke mitgebracht. Und so sind sowohl Friedrich Ali damals nach Berlin gekommen als auch seine Frau Maruş. Maruş kam auf die Zitadelle nach Spandau zu dem General, der in der Schlacht bei Ofen, also Budapest, die preußischen Truppen geführt hat. Das war der General Barfuß. Wie Friedrich Ali genau hierher kam, weiß man nicht. Vielleicht kam er auch aus dieser Schlacht als Beutestück mit hier nach Berlin. Herr Ali, wie war es im Dritten Reich, wo Menschen nachweisen mussten, dass sie arischen Stammbaum haben in ihrer Familie? Gab es Schwierigkeiten, Komplikationen deswegen? Nein, also Schwierigkeiten gab es eigentlich nicht. Im Gegenteil, aber am Anfang hat eine Überprüfung stattgefunden. Und zwar anhand des Materials der Berliner Kirchenbücher. Die sind alle verkartet worden zu 1 Million Karten in einer großen Kartei. Und im Mittelpunkt stand die sogenannte fremdstämmigen Taufkartei, vor allem für Juden, die zum Christentum konvertiert waren. Und da hat man auch die Türken und Kammermohren
und so weiter erfasst. Und da wurde ein Gutachten gemacht über die Familie Ali. Und zwar anhand eines Bildes im Charlottenburger Schloss von einem Türken, das angeblich unser Vorfahr gewesen sein soll, der es aber tatsächlich nicht war. Und an diesem Bild haben die Sippenforscher festgestellt, dass dieser Türke sowohl blauäugig gewesen sei, als auch keine jüdischen Gesichtsmerkmale aufwiese. Und das reichte dann. Bei unserer Familie sieht man, die war ja auch in der zweiten Generation, hier noch im 17. Jahrhundert waren das ja reine Türken sozusagen, dass sie offensichtlich ganz normal akzeptiert worden sind und auch normal.